Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hearthstone. Und wir spielen in dieser Folge mal wieder den Totem Schamanen. Im Rank natürlich, so wie sich das gehört. Warte mal kurz. Hier. Falsch. So. Hier müssen wir. So. Im Standardmodus. Sonst ist es mit dem anderen, kann es ganz schön hässlich werden. Wenn man auf einmal mit einem Standard-Modus-Deck im White-Modus antritt, ist das nicht immer unbedingt zu empfehlen. Thrall gegen Jaina. Jaina Proudmoore. Eure Zeit ist gekommen. Habt ihr gehört? Eure Zeit ist gekommen. Mal schauen, was heute so mit dem Totem-Schamanen so geht. Pam. Haben wir wieder so ein Blitzmerker hier oder was? Oder so ein ultraschnellen Gegenspieler. Lasst uns zaubern. Und wieder so ein Krüppel-Setan-Deck oder? Jedes Mal, wenn nachdem ihr einen Zauber geguckt habt, erhält euer Setan +1/+1, egal wo er sich befindet. Alles klar, Bitch. Digga, willst du mich verarschen oder was? So, wäre das auch geklärt. Lasst uns zaubern. Ja. Das war's. Den hätten wir dazu gar nicht spielen können. Oh, ihr ganzen Setan-Kröppel, ey. Okay, da hätte ich natürlich den hier mit ausspielen können. Das war jetzt ein bisschen unklug. Ich frage mich, ob... Ja, Boy, Digga. Was ist los? Geh ruhig auf meine Leben, juckt mich nicht. Das war's. Ja, Mann, nächste Runde können wir ihn bringen. Mit dem Combo, dass die alle verstärkt werden. Okay. Wer sich mit dem Stier anlegt, kriegt die Hörner zu spüren. Mal wieder so.
Und nochmal eine Karte gezogen. Jetzt wird er wahrscheinlich einen Flammenstoß raushauen. Würde mich auf jeden Fall nicht großartig wundern. Hat er nicht. Hat er nicht. Alles klar. Dann tut's mir leid, dass ich dir jetzt das sagen muss, aber kommt gleich der nächste Boy. Der hier ist für 0. Und den hauen wir auch noch raus. Einfach nur, um die Menge zu erhöhen, die liegen bleiben würde, wenn er einen Flammenstoß raushauen würde. Aber er hat schon eingesehen, das bringt für ihn nichts mehr. Stufe 15 und auf geht's in die nächste Runde. Dieses Deck kann so unglaublich viel Spaß machen. Das ist wirklich, also kaum ein Deck, das so viel Bock bringt. Was ist bei dem hier? Das Ding aus der Tiefe. Ja, habe ich auch zweimal. Ich dachte schon gerade, ich habe es nur einmal drin. Nein, nein, nein. Alleria. Ja, ich zitter schon übertrieben vor der Macht der Elfen. So, bum. Gesichtsloser Pyromane. Jetzt nicht unbedingt der, den man jetzt hier am Start mitnehmen sollte, weil der, wenn der Rest so scheiße ist, weil dann wird er weggehauen und dann nichts dann. Dann steht man doof da. Wobei das jetzt auch scheiße ist für den Start. Okay. Coin verbraucht und Dings verbraucht, alles klar. Passt schon. Spotter. Ja, sehr gut. Das Licht beschützt mich. Genau. Ist jetzt nicht gerade sehr angsteinflößend, was ich hier liegen habe, ich weiß. Vier Mana können wir den schon ausspielen. Ja gut, aber er verbraucht seine Karten, die eigentlich wichtig sind in deinem Deck. Demher muss man sagen, ja. Ist jetzt nicht so ultra wild. Ich lass die Runde los. Aber perfekt.
machen wir es jetzt am besten? Perfekt. Schön den Damage auch selber ins Gesicht bekommen, das ist nicht ganz so schlimm. Ja, gleich würde ich dazu neigen. Was soll ich tun? Den da und dann damit die zerschnetzeln. Und hauen den noch raus. Okay, es ist schon ein bisschen hässlich, aber ist okay. Nee, ist gar nicht okay. Wer sich mit dem Stier anlegt, kriegt die Hörner zu spüren. Shit, das ist nicht schön. Hoffentlich hat er jetzt nichts anderes mehr. Digga, was willst du? Nicht dein Ernst, Digga, nicht dein Ernst. Dass er auch noch eine Karte ziehen darf, Alter. Ist doch der größte Witz. Das ist der größte Witz. Ja, verpiss dich, Digga. Elemente, zeigt mir den Weg. Elemente, zeigt mir den Weg. Reizt mich nicht. Ärgerlich, Alter. Richtig ärgerlich. Finde ich ultra unverdient. Ohne Scheiß, sorry, aber das ist für mich ultra unverdient, wie er hier. Er zieht die ganze Zeit genau die richtigen Karten, die er will, die er braucht, die er gern hätte. Digga, in sein Gesicht. Richtiger Hund, ey. Elemente, zeigt mir den ja, verpiss dich, Digga, ist gelaufen. Ja, scheiß drauf, ey. Naja, Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hab grad einen richtigen Hals, ne? Also das war ein richtiger Spast, Alter. Aber egal, was will man machen? Ja, Leute. Ja, wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst mal einen Daumen da, ein Abo, einen Kommentar und dann würde ich sagen, bleibt stabil und haut da rein!